Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner Polizei will verstärkt gegen rechts vorgehen. Flüchtlinge verlassen vorerst Kreuzberger Kirche. Und das Wetter noch diese Woche können wir uns an wärmeren Temperaturen erfreuen. Danach mal sehen. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 15. September. Besetzung vorerst für beendet erklärt. Flüchtlinge und Unterstützer haben nach rund 4 Tagen Besetzung die evangelische St. Thomas-Kirche in Kreuzberg in der Nacht zum Montag verlassen. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, sagte Pfarrerin Claudia Miet. Die Kirche hat ein Ende der Besetzung gefordert, eine zwangsweise Räumung aber abgelehnt. Mehrere Flüchtlinge fanden eigene Unterkunftsmöglichkeiten. Für die verbliebenen 61 bot die Kirche Schlafplätze in 6 verschiedenen kirchlichen Einrichtungen an. Unterdessen standen seit Montagnachmittag 3 der Asylsuchenden erneut auf dem Dach der Gerd-Hauptmann-Oberschule an der Ohlauer Straße. Die Polizei war mit 8 Gruppenwagen vor Ort. Die Kandidaten stehen fest. Raed Saleh, Michael Müller und Jan Stöß werden sich um das Amt des regierenden Bürgermeisters bewerben. Das beschloss der SPD-Landesverband am Nachmittag. Im Rahmen einer Mitgliederbefragung sollen nun in den kommenden Wochen die rund 17.000 Berliner SPD-Mitglieder einen entsprechenden Kandidaten aussuchen. Rund 4.000 Demonstranten und eine Vielzahl hochrangiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft und namhaften Verlagshäusern demonstrierte Sonntag gegen Judenhass am Brandenburger Tor. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wertete die Veranstaltung als großes und denkwürdiges Zeichen gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland. Kurz darauf meldete am Montag übrigens die Polizei, dass im großen Tiergarten an einem Denkmal und an einem Blumenkübel judenfeindliche Schmiererei entdeckt worden waren. Der Staatsschutz ermittelt. Unterdessen will die Berliner Polizei ihre Bekämpfung des Rechtsextremismus mit umfangreichen Maßnahmen verbessern. Das geht aus dem 44-seitigen Zwischenbericht der Polizei zum Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU hervor, der am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses vorgestellt wurde. Zu den Änderungen gehören die verbesserte Zusammenarbeit mit der Justiz und den Geheimdiensten, genauere Erfassung der Motive von rechtsextremen Tätern, Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz, die Einstellung junger Migranten und die intensivere Zusammenarbeit mit Opferschutzstellen. Erneut Streik bei der Lufthansa. Die Vereinigung Cockpit plant für diesen Dienstag erneut Arbeitskampfmaßnahmen bei der Lufthansa. Die Piloten des Unternehmens werden von 9 bis 17 Uhr auf Langstreckenflügen die Arbeit niederlegen und keine Abflüge vom Flughafen Frankfurt-Main durchführen. Inwieweit das auch Auswirkungen auf Flüge ab Berlin-Tegel habe, blieb zunächst unklar. Viele Berliner müssen zunächst nach Frankfurt, um von dort aus auf Langstrecke umzusteigen. Ostdeutsche fühlen sich benachteiligt. Knapp 25 Jahre nach dem Fall der Mauer haben am Montag Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsexperten in Berlin eine Bilanz zur wirtschaftlichen Entwicklung im Osten gezogen. Hauptthema der Diskussion, welche Unterschiede es nach wie vor zwischen den West- und Ostländern gibt und was künftig zu erwarten ist. Auch inwieweit die Erwartungen von 1989 erfüllt wurden. Mit beteiligt an der Untersuchung waren Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Humboldt-Universität. Wir haben immer noch generell einen Lohnrückstand gegenüber dem Westen. Der liegt nach unseren Berechnungen etwa bei 22%. Es ist auch so, dass das Preisniveau, wenn man die Mieten einrechnet, generell im Osten etwas niedriger ist als im Westen. Aber es bleibt da noch ein Kaufkraftunterschied im Mittel von etwa 17%. 17% haben die Ostdeutschen sozusagen in Kaufkraft gemessen, weniger im Portemonnaie als die Westdeutschen. Und das ist 25 Jahre nach der Wiedervereinigung doch ein Wermutstropfen. Aktiv gegen Bluthochdruck. Immer noch sind bis zu 30 Millionen Deutsche von Bluthochdruck betroffen. Darauf hat am Montag noch einmal die Deutsche Hochdruckliga hingewiesen. Zwar sind die Betroffenen heutzutage immer besser informiert, doch die Art der Behandlung müsse besser werden. Gerade auch im Hinblick auf eine immer älter werdende Bevölkerung. Meteorologische Sommerbilanz. Der Sommer 2014 scheint endgültig vorbei.
Und gerade deshalb zog der Deutsche Wetterdienst gemeinsam mit dem Deutschen Klimakonsortium am Montag Bilanz. Danach ordnete sich der Sommer 2014 als relativ unauffällig in die Statistik ein. Mit einer Temperatur von 17,1 Grad im Flächenmittel und durchschnittlichen Niederschlagsmengen scheint der Sommer 2014 also nicht besonders herauszustechen. Auch die Zahl der Sonnenstunden war laut Statistik im ordentlichen Mittel. Dennoch, der Otto-Normalbevölkerung kam dieser Sommer unnormal vor. Woran lag das? Auf der einen Seite, was die Mittelwerte angeht, also die mittlere Temperatur, gar nicht so viel anders, als was wir sonst so häufig erleben. Ein relativ warmen Juni, ein relativ warmen Juli, aber im August war es dann zu kalt. Aber was die extremen Ereignisse angeht, also extreme Niederschlagsereignisse, da war insbesondere der Juli schon sehr besonders. Vor allem im Westen Deutschlands hatten wir es mit sehr starken Niederschlagsereignissen zu tun, manchmal mit mehr als 200 Litern auf dem Quadratmeter in sehr kurzer Zeit. Und das hat natürlich zu beträchtlichen Schäden geführt. Doch heute gibt es Aktuelles vom Sport. Die Eisbären Berlin haben Sonntagnachmittag das erste Heimspiel der neuen Saison mit 5:1 gegen die Straubing Tigers gewonnen. Die Treffer für das Team von Trainer Jeff Tomlinson erzielten Julian Talbot, Darren Olver, Piotr Pohl, Laurin Braun und abermals Piotr Pohl. Zudem gab der Club am Montagmorgen die Verpflichtung eines weiteren Stürmers bekannt. Der finnische Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2006 und Bronzegewinner bei den Olympischen Spielen 2010, Antti Miettinen, wird künftig das Eisbärentrikot tragen. Grund zur Freude gab es auch bei den Handballern der Füchse Berlin. Dank einer starken zweiten Hälfte gewannen die Spieler von Trainer Dago Sigurdsson auch ihr drittes Heimspiel der Saison gegen Ballingen mit 30:23. Zur Halbzeit lagen die Berliner noch mit 12:13 zurück. Bester Werfer im Team des amtierenden deutschen Pokalsiegers war der Spielemacher Peter Nenadic. In der Tabelle belegen die Füchse aktuell Rang 7. Ich würde sagen, so etwa 5 Minuten nach der ersten Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit 5 Minuten, da haben wir richtig Gas gegeben. Da sind wir auch weit weggekommen durch viele Gegenstöße und da macht das Spiel natürlich am meisten Spaß. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ziehen nur vereinzelt Wolken am Hauptstadthimmel entlang. Dementsprechend bleibt es trocken bei Tiefstwerten um die 15 Grad. Auch der Dienstag fällt sehr freundlich aus. Bei nur geringer Bewölkung erwarten wir uns bis zu 10 Sonnenstunden, das Ganze bei Tageshöchstwerten um die 24 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage, auch für den Rest der Arbeitswoche, verspricht es freundlich zu bleiben. Das Quecksilber hält sich stabil bei 23 Grad und die Sonne behält die Oberhand. Ab Donnerstag nimmt die Wolkenlage zwar etwas wieder zu, Regen ist aber frühestens ab Freitagabend zu erwarten. Und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.